Und ein herzliches Willkommen zu Primal Carnix Extinction. Ja, ein neues Update ist rausgekommen, nämlich Sommer Heatwave. Wir haben eine neue Map, neue Features, Kosmetik und. Wir gucken uns das natürlich an. Ich habe natürlich schon ein bisschen vorgespielt. Ich habe mal die ganzen Sachen halt angeguckt, wie sie sich so entwickelt haben. Und die Änderungen und ja. Bin jetzt Stufe 1 von der Evolution und bin schon Rang 5. Also ich würde sagen, läuft. Aber wir gucken uns das Patchnote an und bis gleich. Wir sind hier bei dem Patchnote und wir gucken mal so, was sich geändert hat und. Und ja, für Leute, die jetzt wegen der Übersetzung jammern, machen, ist es von Google aus übersetzt worden. Und es gibt halt Leute, die jetzt kein perfektes Englisch können oder sehr wenig Englisch können. Und wenn man ein bisschen nachdenkt und mal Fehler vergibt und nicht so extrem ist mit den Fehlern, da kann man das auch drüber hinwegsehen. Weil nicht alle Leute können halt perfekt Englisch und deswegen habe ich es übersetzen lassen. Ne? Gut, spüren Sie die Hitzewelle. Seit über einem Monat läuft der Sommerhitzewelle Start heute mit einem heißen neuen Spiel-Update. Das heißt eigentlich so viel wie seit ein paar Tagen startete das Event und dieses Event soll bis in den nächsten Monat reingehen. Und dann kommt noch was anderes, aber lassen wir uns dann überraschen. Die neue Dead Tide Map ist rausgekommen, ist nun verfügbar. Und sie haben eine Reihe von UI-Funktionen hinzugefügt und die Kampfmechanik auf den Kopf gestellt von einigen Klassen. Und auch neue Urlaubskleidung ist in den Store gekommen, um es zu versüßen. Also genießt die Sonne, besuchen Sie den Strand und schnappen Sie sich ein paar knisternde oder bezauberten Looks für den Heatwave Highlights. So, neue Karte, Tote Flut, also Dead Tide. Ihr seht ja schon, wie sie aussieht. Ist eine recht sehr, sehr schicke Map. Ich mag die Wasserreflexion und so. Also mir gefällt diese Map wirklich sehr, sehr gut. Nur in TDM ist es so ein bisschen schwierig, mit ihr zu agieren, weil du hast viel zu viele Löcher, wo du einfach gerade durchschießen kannst. Das macht für einen Tyrann und auch für Börser es nicht gerade einfacher. Das macht es eigentlich schwerer. So. Dann haben wir natürlich Aktualisierung der Brüllfähigkeiten. Da muss ich leider an den Tag legen, der Nova ist viel zu stark. Also man kann mit Nova wirklich ohne weiteres 50 Kills hinkriegen in 18 Minuten. Das ist schon extrem. Haben natürlich auch viele neue Spieler, die erstmal in das Spiel sich reinfühlen müssen. Und wir haben natürlich in der Community so scoregeile Typen. Da sage ich mal besser nichts dazu. Und die dann Rage quitten, wenn sie mal einen Gegner haben, der sie mal vergewaltigt. Ja, ich versuche mal so zu spielen, dass ich teamorientiert bin. Damit auch mein Team was reißen kann. Ich opfere mich auch manchmal gerne. Nehme ich auch den Tod meines Tyrannen in Kauf. Wenn es einen guten Zweck dient und auch der Zweck erfüllt wird, dann sterbe ich auch mal gerne. Auch wenn der Tyrann halt dann eben weg ist. Mein Gott, dann ist es so. Andere wollen auch mal Tyrann spielen, ne? Für die Score-Geilen hier, die jetzt mit Tyrann, was weiß ich, 50, 60 Kills machen wollen. Und, die neuen Spieler wollen ja auch mal Tyrann probieren, ne? So, dann haben wir den Nova. Der hat jetzt Rasereigebrüll verbessert bekommen. Also das ist so gesehen die F-Taste. Ihr könnt jetzt besser angreifen. Er ist ja sowieso schon schnell genug. Hat mit seinen 360 HP seine Angriffsgeschwindigkeit kann er jetzt besser nutzen, weil man halt keine Ausdauer mehr verliert. Die verliert er, wenn er halt angreift. Ihr könnt also laufen und so weiter und er hat wenig Verbrauch von Stamina, wenn er geht, also wenn er läuft und springt. Das kann ich euch mal zeigen. Also man kann mit dem wirklich extrem kaputt machen und er ist wirklich jetzt eine OP-Klasse geworden. Der erinnert mich schon fast an den Kryo damals. Mit seiner Spucke. Der Kryo war sehr stark mal. Richtig stark.
Also, ich denke mal, da kommt auf jeden Fall noch ein paar Hotfix, weil das ist schon, oder eher gesagt, Balance-Veränderung, weil das ist schon hart. So, dann haben wir den Kano. Der hat jetzt ein besseres Gebrüll bekommen. Er kann jetzt für alle Attacken Gesundheit wieder racken und bekommt auch 50% längere Brülldauer. Wir gucken uns natürlich auch an, das finde ich gut, aber der Kano fällt trotzdem um wie eine nasse Mücke. Also, ist das Spiel mit Kano gut durchzukommen. Hat er zu wenig HP. Und wir haben natürlich neue Anzeigen. Wenn er halt schreit, da kriegt er so oben so eine Anzeige. Kriegt auch gesagt, wer euch gerade boostet. Allerdings ist es so, wenn er Terran spielt und ihr habt zwei Terran, da ist nur ein Boost aktiv. Nicht zwei, sondern einer. Und es wäre gut, wenn man in Zukunft sehen könnte, wann der Boost des anderen Tyrannen, also als Tyrann selbst, vorbei ist, ne? Dass man dann sagen kann, okay, dem sein Brüller ist jetzt verbraucht und ich kann jetzt meinen setzen, ne? Das wäre gut zu wissen. Dann haben wir natürlich Stun-Gun-Modifikation, die wurde auch ein bisschen verbessert. Die ist jetzt auch interessanter geworden für die Leute. Die ist jetzt direkt schussbereit. Das kann ich euch auch zeigen. Das gucken wir uns natürlich alles an. Ist auch gut, dass die jetzt auch direkt schussbereit ist. Und dann haben wir natürlich neue Skins, die ihr jetzt im Laden bekommt, wie auch Mutationen. Sieht ja schon eine hier. Und auch neue Menschen. Skins. Dann natürlich noch die alten vom Meltdown-Event. Und auch neue Ultimates. Ja, wir haben eine neue Ultimate-Reihe. Ihr seht ja schon, es ist Absyl gehalten, also Tiefseefische. Und ich finde den Nova, es sieht von denen am schönsten aus, weil der Nova hat so richtig schönen Effekt. Also der gefällt mir so richtig gut. Das sind wirklich sauschöne Skins. Die gefallen mir. Also ein sehr schön gemachte Ultis. So, dann haben wir natürlich ein visuelles Update. Ihr seht jetzt die Kisten besser, wenn der Ammo und so steht. Ihr seht das jetzt auch. Und auch das Feuer sieht er besser. Und wenn man halt verbrennt, dann hat man wirklich so verbrannten Körper da liegen. Ist auch sehr nice gemacht. Kann man machen. Dann haben wir vollständige Änderungsprotokolle, Version 2.5. Neue Deathmatch-Karte. Deadhide, neue Info-Pop-Outs, also diese Buff gegeben und erhalten. Ihr bekommt auch einen Sound, wenn euer Rohr, sag ich mal, euer Gebrüll aufgeladen ist. Die Stun-Gun hat sich auch verändert. Der Nova-Raptor, den Kano, das haben wir uns gerade alles angeguckt. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Flieger einen plötzlichen Geschwindigkeitsverlust in der Luft hatten. Ja, es ist immer noch, ne? Es ist seltener, aber man hat es immer noch, dass man gestockt hat. Und es gibt noch so ein paar Sachen, die ich als Flieger ein bisschen bemängel. Das ist, dass wenn man Kontakt zum Boden hat, dass man kopfüber gegen den Boden fliegen kann, dass da die Kollision so ein bisschen noch Probleme hat. Verringerte Chancen, dass Tupper für immer am Boden entlang stürzen kann, ohne zu landen. Ich will nicht sagen, aber der Terra kann das auch, ne? Der kann das auch. Ich werde euch das zeigen, wenn ich das hinkriege. Aktualisierte Texturen und Shader für Gesundheit und Munitionsgegenstände. Neue Hautglüh-Effekte hinzugefügt, wenn er in Flammen steht. Wenn die Säure verbrannt wurde, aber lebt, sehen sie jetzt ein wenig verbrannt aus. Ist auch schön. Fadenkreuz-Trefferindikatoren sind jetzt genauer, zuverlässiger. Bonus-EP für Doppelkill. Skill-Hot hinzugefügt mit Sturmkanone. Lokalisierungstextzeichenfolge für einige Kosmetike und UI-Meldungen aktualisiert. Gott, was lese ich heute? Lokalisierte Zeichenfolgen für einige Kosmetike. Wieso geht es Kosmetika? Kosmetika. Oder Aber ich kann mit diesem Wort eh nicht. Ich sag immer, was ist was? Und UI-Meldungen aktualisiert. Probleme, bei denen einigen MK-Pistolen Skins von Trapper verwendet wurden konnten. Weitere Optimierungen im
Refactoring des Economy-Article-Codes? Ja, es gab ja momentan Probleme mit dem Encoder. War letztens ja wieder das Problem mit dem Encoder. Das haben sie anscheinend jetzt repariert. Es wurde ein Problem behoben, bei dem Namen und Beschreibung-Tag nicht bestehen blieben. Das haben sie auch gefixt. Das habe ich auch mitgekriegt in der Discord-Gruppe. Und natürlich, PC ist im Sale. Also wer das jetzt haben will, da kriegst du es gerade billig. Und als nächstes großes Update. Sie sind sich nicht sicher, wie lange sie brauchen, aber sie wollen ihn halt, ich sag mal, der Pachi, wollen sie halt so gut es geht balanciert haben. Und die machen so lange, bis er wirklich sehr gut ist. Und er ist ein bisschen komplexer, wie ich gelesen habe. Er ist ein bisschen schwieriger. Ich bin mal gespannt, wie er gegen Ende aussehen wird, beziehungsweise seiner Techniken der Steuerung. Also das ist auf jeden Fall ein Börser. Das ist auf jeden Fall ein Rammer. Ich bin mal gespannt, wie er sein wird. Und ich glaube, das wird auch einer meiner Klassen werden, weil er auch sehr klein ist. Er sieht klein aus. Er ist nicht so groß wie ein Kano oder ein Cerato. Ist minimal kleiner. Und das macht ihn natürlich als Börser interessanter, weil er halt nicht direkt auffällt, ne? Weil er halt ein bisschen klein ist. Und wenn man klein ist und man hat eine gute HP, da kann man noch was reißen. Und ich weiß, dass der, wenn er rauskommt, wahrscheinlich sehr viele Nerfs kriegt. Und auch Basti leicht, weil er ist frisch. Man muss das natürlich während des Spielsverlaufs testen. Und ja, ist halt an sich richtig hart zu machen, wie das aussieht. Weil, ne? Ist es nicht so einfach, neue Klassen zu implementieren für die Entwickler, weil sie brauchen Animationen, sie brauchen das Gebrüll, sie brauchen ein unterschiedliches Kampfsystemsmuster. Sie wollen ja auch Unterschiedlichkeiten in den Klassen und so haben. Es ist ja alles gleich und sieht nur anders aus. Man muss halt auch gucken, dass die Klasse auch interessant wird und so. Und wir haben schon bei den Dinosaurier 12 Klassen, das ist schon nicht ohne. Ich bin mal gespannt, wie er sein wird. Wahrscheinlich so ein Charge. Kann ich mir vorstellen. Dass er sich dann auflädt. Und dann durchrammelt. Das würde eher dazu passen. Aber da frage ich mich, wie das im Spielverlauf passen sollte. Weil es ist schwierig, einen Charge auszuüben. Das weiß ich jetzt schon. Deswegen, er ist kleiner. Er muss kleiner sein für diese Aktion. Dann, ich bin mal gespannt, wie er sein wird. Er kann nächsten Monat, er kann den übernächsten Monat kommen. Sie wissen nicht, wie lange es dauern wird, weil er hat, wie schon gesagt, viel, viel, viel Arbeit, an dem man arbeiten muss. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie er sich gegen Ende entwickelt. So, ich würde sagen, wir gehen aufs Trillo und gucken uns an, was da so Schönes gibt und bis gleich. So, wir sind auf dem Trillo. Hier seht ihr ungefähr, was alles so gibt. Da mal zum einen halt das Event. Wenn er draufklickt, da kriegt er auch Informationen, was gerade so ist. Dann haben wir natürlich die Absyls. Das ist natürlich der Map-Stempel. Den kriegt er, wenn er den Map-Stempel kauft. Und das ist so gesehen das Geschenk vom Geschenk. Also wenn er das Geschenk öffnet, das kriegt er dann. So, das Geschenk ist natürlich im Markt, das Stempel natürlich und. Ihr seht ja, was alles so Schönes im Markt ist, beziehungsweise im Store. Da gibt es auf einiges sehr, sehr viel, vor allem sehr viele Mutationen. Da haben wir die Items der Gift, da sind auch sehr schöne Sachen drin, vor allem in die Dance Town vom Rex. Dann haben wir noch sehr viele Akros, viele Novas vor allem. Und viele Tupas. Ein paar schöne Waffen. Skins. Dann haben wir natürlich die alten Items vom Story Event von damals. Oder vor einem Jahr, ja gesagt. Und dann haben wir neue Free Drops. Dann haben wir den Atlantis Terra. Sieht auch sehr interessant aus, der Atlantis Terra. Dann die Beach Kollegen, sage ich jetzt mal. Und auch einer meiner Skins hat es reingeschafft, nämlich der Klonfisch Nova. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er akzeptiert wird, weil er halt
nicht so gute Bewertungen hatte. Da hatte ich eher die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es ist ja schön, dass der Entwickler nicht komplett nach den Bewertungen geht. Weil wir wissen es ja, wenn Leute einen Hass haben, dann hassen die einen. Ihr wisst ja, wie das ist. Sei es wegen, keine Ahnung, weil man alles hat, sei mal ein YouTuber, sei mal dahingestellt. Aber, ja, ich finde sowas hirnrissig. Ist irgendwie hirnverbrannt, sorry, aber... Nee, no go für mich. Sorry. Dann haben wir natürlich noch andere schöne Items. Wieder Percursor? Percursor? Zerator? Das so gesehen die... Nennt man das Alpha oder Early? Ich glaube die Early-Variante vom Default Zerator. Das sah nämlich so aus. Und der Bier-Aggro. Und natürlich auch noch eine schöne Sand-Tiger. Ich mag die Tigers. Die Sand-Tigers gefallen mir sehr gut, ne? Dann haben wir natürlich auch die ganzen neuen Ultis. Ich bin ja ein Fan vom Nova. Der sieht so schön aus. Guckt ihn euch an. Das ist so ein schönes Tier. Das ist... Oh. Der gefällt mir so richtig. Ein richtig schöner Nova. Beim Rex bin ich mir nicht so sicher, wenn ich mir den Rex angucke. Ich habe ihn natürlich noch nicht gesehen in-game. Ich weiß nicht, wie er in-game aussieht. Aber die anderen... Ja. Den habe ich schon in-game gesehen. Der Zerato, der ist auch recht sehr schick. Sieht auch schick aus. Ist auf jeden Fall einer der beliebteren. Aber ja, das sind sie, ne? Die guten Ultis. So, ich würde sagen, wir gehen in den Store und gucken uns mal die Sachen an. So, wir sind im Menü des Stores, kann man sagen. Oder im Store-Menü, wie man es nennen möchte. Ja, hier haben wir die Features, die aktuell neu sind. Und wir haben hier sehr viele schöne Sachen. Spezial sollte klar sein, da kriegt ihr die alten Items von dem letzten Sommer. Sommer, ja. Sommer und ja. Gibt's einiges, ne? Also gibt's einiges neue, schöne Sachen. Bundles ist klar, da kriegt er halt die ganzen Stempel und die Packs und Browser hat theoretisch alles drin, was gerade hier vertretbar ist. So, aber für uns interessiert eher das da. Da haben wir zum einen die Map-Stempel, die neue Sommergift und sehr viele neue Items. Zum einen der Yellow Jacket Cerato. Ja, es erinnert so ein bisschen an eine Wespe. Oder eine Biene. Ich denke eher an eine Wespe, weil Wespenstiche sind schlimmer. Und da er ja ein Horn hat, ne? Ihr wisst ja schon, auf was das eingespielt wird, ne? Auf jeden Fall sehr nice. Dann haben wir den Aritupa, so gesehen ein Nachzügler der Flyerwoche. Den Aqua Regina Tupper, so gesehen der Schmetterling, ein blauer Schmetterling soll das sein. Und es ist einer meiner Lieblinge. Einmal auch, weil er blau ist und Schmetterling, ne? Gefällt mir auf jeden Fall, es ist eine sehr schicke Skin. Dann haben wir die Strongilufus Tupper, wie ich das richtig gelesen habe. Sieht auch sehr schick aus, sieht interessant aus, erinnert mich so ein bisschen an eine Spritze, ich weiß nicht, sein Schnabel erinnert an eine Spritze. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Dann haben wir den Norfupus, so wie, wenn man den liest. Ja, im Moment der Liebling unter den ganzen Ovis gerade, weil den sieht man gefühlt fast immer. Sieht auch sehr schick aus mit dem Schweif hinten. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Mutation für den Ovi. Dann haben wir den Big Kahuna Pyrokek, also so gesehen ein Hawaii-Design. Ich kann das nicht lesen, weil ich kann kein Hawaii-Sprache. Sieht auch sehr, sehr interessant aus. Kann man machen. Dann haben wir den Lifeguard-Kommando, den zeige ich euch so nicht, weil ich jetzt nämlich dann ins Kaufmenü gehe, weil er halt mehrere Sets hat. Das sieht man leider noch nicht. Dann haben wir die Batsuit Scientist Outfit.
Das sieht so aus, halt eine Taucherin. Und viele haben es bemeckert, dass sie dick angeblich wäre. Für mich ist das eine normal gebaute Frau. Eine normal gebaute Frau, die halt ein gutes, gebärfreudiges Becken hat. Lass mal so im Raum stehen, okay? Ich werde jetzt nicht noch in die Kunde da reingehen. Für alle Jüngeren hier und euch, die jetzt nicht wissen, was das bedeutet. Ihr werdet es eh irgendwann wissen. So, dann haben wir den Reptid-Zerator. Der sieht so aus. Sieht auch sehr, sehr schick aus. Mit dem blauen Streifen durch den Körper. Dann haben wir den Seefuß. Auch einer der Lieblinge momentan. Ich bin nicht so der Fan von dem Buckel. Ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht der Fan von den Buckeln so. Das Gesicht sieht interessant aus. Sieht schick aus, ne? Aber ja, er ist auf jeden Fall ein Muss. Kann man sagen. Viele, viele mögen den. So, dann haben wir den Dämonikus. Und das ist der Zerat, auf den ich gewartet habe. Ich will so viele Wörter auf einmal sagen, das ist unglaublich. Weil, Stacheln. Ihr wisst ja, wie ich bin bei Spikes. Ich stehe auf Spikes. Und ja, wenn der keine Spikes hat, dann weiß ich auch nicht. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut. So, dann haben wir den Raphastus Agro. Ich weiß nicht, an was der mich erinnert. Der erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht, an was der mich erinnert. Irgendwas erinnert er mich. So, dann haben wir den Venatus. Erinnert mich so an so ein Baby-Agro oder so ein Jung-Agro. Frag mich nicht, wieso. Es erinnert mich ja hinten dran. Obwohl er so schlanksig ist. Dann haben wir den Cirrus-Rex. So gesehen die dünnere Variante von einem gewissen anderen Rex. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Und sieht an sich sehr interessant aus. So, dann haben wir den Uranus. So gesehen Pflanzenfresser genetisch mit dem Spino gekreuzt. Sieht auch sehr interessant aus. Kann man auch machen. Hat auch keine Zähne, ne? Also, ist halt ein Pflanzenfresser. Gepaart mit einem Fleischfresser. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, dann haben wir zu guter Letzt noch den Remigenus. Und das ist einer meiner Lieblinge. Er hat ordentliche Spikes auf dem Segel, nicht so wie der eine. Der hat so ganz komische Spikes. Das ist hier wirklich balanciert. Die Spikes sehen auch gut aus. Er hat hinten am Schwanz Spikes, am Kopf hat er Spikes. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da sage ich mal fettes Danke an den Ersteller. Das war, glaube ich, Schalung. Und an den Entwickler selbst, dass er den angenommen hat. Weil auf den habe ich gewartet. Ich habe vor allen Dingen auf ihn hier gewartet und auf ihn. Und ich bin jetzt sehr glücklich, denn ich habe meine nächsten Lieblinge. Und ja, wir gucken uns jetzt natürlich noch den Lifeguard-Kommando an. Und dann gucken wir uns die ganzen Skin-Items an. Also, bis gleich. So, hier ist der letzte gute Boy vom Store. Das ist der Lifeguard. Ja, ihr seht es ja schon, er hat einen Rettungsring dabei, den ihr euch anziehen lassen könnt. Und ja, so sieht er gut aus. Gefällt mir ganz gut. Kann man machen für den Sommer. Ich finde es gut, dass man hier auch so ein bisschen so den Schweiß auch mit eingedingst hat. Weil das ist ja normal, ihr spielt ja im Sommer, ne? Du müsst da einiges machen. Auf jeden Fall sehr schön im Detail auch das mit dem Pflaster auf der Nase. Sehr, sehr schick. So, und dann haben wir die neuen Items. Die Scharfschützin hat ja neue Items. Zum einen die Blue Demon Bow. Da ist die Blue Demon Bow und ab jetzt fangen auch die Geschenk-Items an. Und jo. Dann hatte sie auch noch die Buskill-Sniper. Die so gesehen auch an den Biene erinnert, ne? Wie schon gesagt, die Waffen sieht man halt kaum. Ist ein bisschen schade. Der Trapper hat auch eine neue Waffe dazu bekommen. Sogar zwei. Wenn man zum einen die Blue Neonet kann. Die sieht so aus. Auch sehr, sehr schnieke. Und dann die Sandshark SMG. So, vom letzten Geschenkgift kann ich euch die eine Netzgang zeigen. Das ist die
Avenger Netgun von der vorigen Menschen Giftbox. Sieht sie aus, so wie auf schwarz steht. Dann ist sie hier eindeutig richtig, die Waffe. Leider fehlt mir noch die Sniper. Die kann ich euch leider nicht zeigen, weil die Sniper ist sau selten. Und weil das zu spät gefixt worden ist, hat die nicht jeder. Und wir gehen jetzt natürlich auf die Geschenkskins der Dinos. So, ihr habt ja schon Friedrop gesehen. So, der Rex hat natürlich auch eine neue Sache bekommen. Das ist nämlich der Apokalypse-Rex. Der sieht so aus. Ich lasse es natürlich alles an. Ja. Das soll ich sagen. Sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus. Ich werde auch jetzt zu allem was sagen. Ich zeige die euch einfach. Und ja. So, dann haben wir das Bino. Der hat auch eine neue, schöne Skin bekommen. Zum einen den gucken wir uns auch gleich an. Das ist die Scotching Spino. Man sieht auch sehr, sehr schick aus. Kann man machen. Eine sehr, sehr schicke Spino-Skin. So, die Map-Stempel-Skin, die zeige ich euch jetzt zwischendurch. Das ist die. Die sieht so aus. Ist halt so gesehen der Default verbessert. Mit gar größerem Segel. Also ein Buckel, der ist viel, viel, viel größer, schlanksiger. Kann man machen. Ich gehe aber jetzt wieder auf den Spino hier. So, dann haben wir den Akro. Der hat natürlich auch ein paar neue Sachen bekommen. Dann mal zum einen den Reaper Akro. Der sieht so aus. Auch sehr, sehr schick. Dann hat er den Bubbles. Das ist sehr, sehr blau halt. Und zu guter Letzt den Black Toadet Akro. Keine Ahnung, wie man das liest. Ich bin mit Englisch, ihr wisst ja, ich bin ja mit Englisch so verwandt. Und auch bewandt. Ja, das sind alle Geschenk-Gifts für die Terran, die ihr bekommen wollt. Wir gehen jetzt auf der Raptor. Der Raptor hat natürlich auch sehr viele neue Sachen. Dann haben wir zum einen den Mosaik. Den Reflektivity. Und zu guter Letzt den Tsunami. Das wissen auch alle Geschenk-Gifts-Raptoren-Skins sein. Der Obi hat natürlich auch noch schön. Sie sieht ja schon den Obi hier. Der Obi hat natürlich den Koalref-Obi. So, das sind auch alle Prädatoren-Sachen, die ihr bekommen könnt. Dann haben wir die Flieger. Die haben auch natürlich ein paar schöne neue Sachen. Die Mutation seht ihr ja schon, die man kriegen kann. Die sieht so aus. Wir gehen dafür auf... Wo ist es? Gottes Willen, es sind so viele. Korallpterra, das ist auch einer der Geschenk-Gif-Skins. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schnieke. Ich glaube, das ist auch alles. Ich sehe hier nur Terras. Ich sehe... Da, so. Dann mal den nächsten guten. Das ist der Red Eyes Terra. Mir fällt halt so eine Bewegung, dass sie halt die Flügel aufmachen. Das wäre gut, dass man das irgendwann vielleicht mal einbaut. Und ich glaube auch, das sind alle von der Geschenk-Gif. Nee, sind sie nicht. Das ist noch einer, der fehlt. Das ist der Kelp Terra. Auch sehr, sehr schick. So, dann haben wir der Tuba. Der Tuba hat natürlich auch ein paar neue schöne Sachen bekommen. Wo zum Gucken, wie seid ihr alle? Hier. Gut, Yellow Jacket Tuba. Mein Gott, es sind so viele Flieger. Also, ich hatte natürlich das Pech, als ich Geschenke geöffnet habe mit anderen, dass ich nur Tubas gekriegt habe. Ja, hier haben wir den Yellow Jacket Tuba. So gesehen eine Biene. Dann haben wir den Ratupa. Der mir persönlich sehr gut gefällt. Dann haben wir den Splashet.
Das sollten dann aber auch alle sein, ne? Ja, sind alle. Sind alle Flieger-Items. So, dann haben wir der Dillo, der hat auch was gekriegt. Das ist nämlich der Korallstalker Dillo. Ist auch der einzigste. Dann haben wir der Kryo, der hat auch was gekriegt. Nämlich den Bushrunner. Der Kano ist natürlich leer ausgegangen, der arme Kerl. Da haben wir noch den Cerator, der hat natürlich auch eine bekommen. Das ist nämlich die Arapaima Cerator. So sieht der gute aus. Und das sind auch so gesehen alle Items aus der GIF. So, ich würde sagen, ich werde euch alle Friedrupps zeigen und ich mache jetzt einen kleinen Cut. Und jo. So, da haben wir den ersten Kollegen, das ist der Beach-Spino, einer der neuen Friedrops. Ja, anscheinend wird auch eine Beach-Reihe kommen, so wie es aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Ich bin echt ein Fan von diesen Beach-Skins. Die sehen auch verdammt gut aus, muss ich ehrlich sagen. Wie die Farbumgebung und so und das Muster, das sieht auf jeden Fall sehr, sehr schnieke aus. Ja, und das ist auch der einzigste Friedrop für den Spino. Dann hat der Akro natürlich noch ein Friedrop, das ist nämlich der Piglet Akro, das ist so gesehen der Bier Akro. Für alle, die jetzt Bierfans sind, ist der genau dieser Akro der richtige, ne? Dann haben wir natürlich der Nova, der hat auch eine neue bekommen, das ist auch der Beach Nova hinzugefügt worden. So sieht der gute aus. Und dann haben wir natürlich noch den Klonfisch. Der sieht so aus. Auch sehr, sehr schick. Ja, ich wollte ihn mal in-game sehen und jetzt sehe ich mal in-game. Ja, das soll ich sagen, ne? Es ist halt ein Klonfisch, es ist halt Marlin. So sehen halt nun mal Marlins aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. So sieht er aus. So, dann haben wir noch der Terra. Der hat so gesehen auch eine neue Sache bekommen. Das ist der Atlantis Terra. Auch sehr, sehr schnieke. Gefällt mir. Ich will ihn mal ohne diese Mutation angucken. Da gehen wir mal auf den. Ja, da sieht man schon. Sieht besser aus. Ist auf jeden Fall eine sehr schöne Skin. Ich bleib trotzdem auf meinen Burschen hier, weil mir gefällt der Kopf gut. So, der Tupper hat nix. Dann war es noch der Dillo, der hat so gesehen eine Toxikoi. Sieht auch sehr interessant aus. Dann haben wir den Cerato, der hat natürlich auch zwei neue bekommen. Da haben wir zusammen den Olong-T-Cerato. Der sieht so aus. Und zu guter Letzt den, sagen wir mal, den Alpha oder Beta, keine Ahnung, die erste Variante von der Default-Skin. Die sieht so aus. So sah das früher aus. Und der Anfang sah so aus, also so sah es gegen Ende halt aus. Und ihr seht halt da auch sehr viele Details. Da wurde sehr viele Details eingebaut in den Default. Und dann haben wir natürlich die normalen. Da sieht man ja schon, das ist weniger Details bei halt Anfangphase. Ne? Ja, das sind so gesehen alle neuen schönen Items, die ihr bekommen könnt. Die Free Drops kriegt ihr immer. Die sind nicht limitiert. Leider kann ich euch keine Ultimates zeigen. Leider. Weil die Ultimates sind sehr teuer und man kommt halt im Moment, wenn sie frisch sind, gar nicht dran. Ich meine, der Nova kostet 100 Euro im Markt. Wer gibt 100 Euro für den Skin aus? Das ist schon verdammt teuer. Und bis jemand billig wird, das kann dauern. Also, ja, das sind alle verfügbaren Items, die ihr jetzt gerade bekommen könnt. Und wir gucken uns auch mal gleich die neue Map an und auch die neuen Funktionen. Also, seid bereit. So, wir sind auf der wunderschönen Map, die wir uns jetzt auch angucken. Ich werde mir das mit dem Flieger angucken, weil man das besser überfliegen kann.
So, ihr seht ja schon, es ist eine gewaltig große Map. Und was gut an dieser Map ist, man kann kein Wassercamping betreiben. Das hat man komplett zugemacht, dass man halt nicht im Wasser campen kann. Das ist auch gut so, weil es soll ja auch eine TDM-Map sein. Und wenn da Wassercamping betrieben wird, da kann man das halt gefühlt nicht, ne, durchziehen, weil das ist dann unfair. Ja, ihr seht ja schon, es ist eine sehr, sehr große Map. Eine sehr, sehr große Map. Ihr habt zu viel Freiraum in dieser Map. Ich habe auch mal überlegt, so ein bisschen die Workshop-Maps euch zu zeigen, die momentan noch nicht im Spiel sind, aber ihr könnt sie euch angucken in-game. Ja, ihr seht ja schon, wie sie aufgebaut ist. Allerdings, das Problem bei dieser Map wird sein, dass man als Börser unter anderem Schwierigkeiten haben wird, weil man muss sich wirklich hinter den Ecken hier verstecken und man kann wirklich sehr schnell erschossen werden, weil überall ist offen. Überall bist du eigentlich sichtbar. Und das wird schwierig sein für einen Terran hier, sich richtig zu positionieren. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr schwer sein, sich da als Terran durchzusetzen. Dann haben wir hier natürlich die Kisten. Ihr seht ja hier so zerstörte Kisten. Soll anscheinend eine ganze Kiste sein. Ich weiß nicht, wie das jetzt abläuft. Aber ja, ihr seht ja schon so ein bisschen, was sie planen. Was sie vorhaben. Es kommt auf jeden Fall noch viel mehr. Lasst euch überraschen. Dieses Spiel wird, ist jetzt total general überholt. Das wird total überholt. Das wird komplett geändert in Grafiken. Man hat schon angefragt, warum man kein neues Primal Carnage macht. Zum einen müsste man alle Skins übertragen. Und es wäre ärgerlich, wenn die Skinhersteller halt die Skins nicht mehr rübernehmen können. Und das Spiel hat so sein eigener Style, finde ich. Und ihr eigener Style sieht auch schön aus. Es ist auch sehr futuristisch. Also Primal Carnage kann sehr futuristisch sein. Für eine sehr alte Grafik finde ich jetzt, dass es wirklich gut gelungen, dass man das Spiel noch so gut erhalten tut. Dass es noch so gut aussieht. Sieht auf jeden Fall sehr schnieke aus. Nur eins ist an der Map halt so ein bisschen problematisch, halt diese Durchgänge. Man hat halt als Großer wirklich Probleme. So, da können wir mal schon den ersten Start mal sehen, ob ich das hinkriege. Da. Dass man dann so auf dem Boden die Sachen da machen kann. Und als Tupper kann man das anscheinend nicht mehr. Wir gucken uns das auch gleich mal an. Der Terra macht das ja noch gefühlt. Ja, da liege ich gut. Schön im Busch versteckt. Tot. So, der soll ja angeblich das nicht mehr machen. Ne? Ich habe aber schon oft gesehen, dass die Tupper das trotzdem noch hinkriegen. Ich sehe, dass man dann halt so an dem Boden halt ankommt. Der ist früher, vorher konnte man mit dem gut hier so am Boden vorbeigleiten. Das soll auch, ich glaube, das ist auch das, was sie verändert haben, dass er das halt nicht mehr so easy go away machen kann. Dass man wirklich aufpassen muss. Aber ich bin der Meinung, die Flugsaurier haben so generell so ein bisschen noch Probleme mit dem Fliegen. In denen arbeiten sie ja auch oft, wie ich das sehe. Ja, aber ansonsten, ja, kann man machen. So, wir gucken uns jetzt natürlich den Kano und den Nova an. Ist schön, dass man keinen Sterbesound hatte gerade. So, dann gehen wir zum ersten Mal auf den Kano. Seine Zeitdauer. Und da sieht er auch den neuen UI. Oder eher Layout. Oder Anzeige. Und ihr seht, es ist halt eindeutig länger. Aber wie schon gesagt, beim Kano ist das Problem, dass er halt sehr schnell tot geht. Sehr, sehr schnell tot. Und das gleicht sich auch rechts, rechts sehr gut wieder auf. Die Leiste unten rechts. Ist ein bisschen schade. Dass er immer noch sehr schnell tot geht. Also wenn man von der Heavy Cannon von der Sniper halt getroffen wird, ist sehr schnell. Zappt ein Dusch da. Und ihr seht ja auch, wie das hier ist. Ihr seid immer sichtbar. Egal, wo ihr seid immer sichtbar.
und müsst eigentlich die ganze Zeit eigentlich rumflitzen, weil ihr euch nicht wirklich verstecken könnt. Ihr müsst also immer in der Bewegung bleiben. So, dann haben wir noch den Nova. Den gucken wir uns natürlich auch noch an. Wo ich sagen muss, der ist wirklich OP. Warum? Ihr seht ja, ihr verbraucht sehr wenig Sprint-Ausdauer. Und baut auch sehr schnell wieder auf. Auch das Springen verbraucht nicht wirklich viel. Und wenn wir halt schreien, ihr baut nicht auf, ihr seht's ja. Und ihr könnt trotzdem noch abhauen dann, ne? Und er baut auch sehr schnell seinen Brüller auf. Ich glaube, das sollte man ein bisschen erhöhen, dass der Brüller von ihm nicht so schnell mehr aktiviert wird. Ihr seht ja, er lädt verdammt schnell auf. So nach 30 Sekunden oder 40 Sekunden ist das Ding aufgeladen. Und dann, kann der wieder losstarten. Er ist generell sehr tanky mit 360 Leben. Er ist schnell, er ist wendig. Er hat jetzt noch einen schlimmeren Attack-Bonus. Also das ist wirklich gerade eine bösartige Klasse geworden. Der Ovi kriegst du gefühlt nicht getroffen. Der Nova ist Tank und macht Damage wie so ein bekloppter Irre. Und man kann mit dem verdammt gut Kill-Stealing betreiben. Durch die F-Taste halt, ne? Und ihr hört auch der Sound, wenn es aufgeladen ist. Es blinkt unten auch auf, dass ihr schreien könnt. So, und dann, ihr seht ja, ihr könnt laufen. Und dann, dann könnt ihr weglaufen. Natürlich, wenn ihr mehrere Spieler habt und ihr könnt auch sehr schnell wieder aus. Also der ist wirklich stark geworden. Mit dem könnt ihr wirklich rasieren. Und ich sehe auch oft, dass sehr viele Leute Nova spielen, weil aufgrund dessen er ist verdammt stark. Das ist schon krank, was der Junge abliefert gerade. Ich denke mal, dass das auch gefixt wird. So, der Trapper hat die Stun Gun, die habe ich wahrscheinlich nicht ausgerüstet. Ja, wer hätte es denn gedacht? Ist mir jetzt egal, ich nehme die Waffe. Twitch-Team. Geht schneller. So. Haben wir die Stun Gun? Ihr seht ja, Rechtsklick ist aufladen. Lässt los und dann geht das. Er hat auch mal einen Bug, dass er... Jetzt ist natürlich richtig. Aber ich weiß nicht, wenn er diesen Bug auslöst, dass man einen Anzeigebug hat. Einfach links drücken. Ich mache jetzt gerade gar nichts. Das macht er gerade selber. Und ja. Jetzt habt ihr einen Anzeigefehler. Weil ihr Linksklick gedrückt habt. Und ihr kriegt das so auch nicht mehr weg. Ihr seht, der Linksklick ist direkt der Schuss, ist direkt schussfähig. Und ihr kriegt diese Anzeige auch erst wieder weg, wenn er halt kurz auflädt. Dann ist das auch weg. Ist mal ein visueller Bug. Ich denke mal, das werden die auch mal fixen, die nächsten Updates. So, das ist auch alles, was neu hinzugekommen ist. Auf jeden Fall sehr schick. Also ihr seht ja hier, als Mensch kann man sich wirklich gut verschanzen. Weil als Mensch, das sieht man dich gefühlt halt nicht, ne? Boah, hier ist es ja ganz schlimm. Also, als Mensch kann man hier wirklich verstecken. Gehen auf jeden Fall. Gut, aber ich werde mal sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.